Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung, Hi. herzlich willkommen und zurück hier bei dem Let's Play von Cantaloupe. Teil Cantaloupe. 10. Du zählst noch mit. Gut, dass wir das aufnehmen und wir einfach im letzten Video sehen, wie viele Folgen wir schon gespielt haben. Ja, genau. Wie viele Stunden spielen wir das jetzt schon? Also jede Folge, halbe, dreiviertel Stunde? Also so 6, 7 Stunden meinst du? Ja, aber ihr seht uns ja gefühlt auch immer manchmal beim Scheitern zu, also das Hilfesystem haben wir die ein oder andere Minute auch schon mit. Ja, das aber ist das wie im wahren Leben. Ja, aber jeder, der ist halt, also wir spielen es ja halt nun genau, mal. Wir genau. wissen nicht mehr, nicht weniger als jeder andere. Auf jeden Fall. Eher wissen wir ein bisschen weniger als manch andere. Vielen Dank natürlich auch immer, dass ihr auch in den Kommentaren immer noch die ein oder anderen Tipps, Hinweise oder Sachen gegeben habt. Es war ja so ein Thema, wir haben ja letzte Folge, vielleicht erinnert ihr euch noch ein bisschen dran, wir haben ja dieses Dilemma mit den nassen Streichhölzern gehabt. Ne? Wir haben sie eigentlich schon aus dem Knastfenster rausgeworfen, dann waren sie aber noch nass. Dann haben wir festgestellt, scheiße, wir hätten sie im Knast ja beim Händetrockner trocknen können, haben sie aber wieder nicht in den Knast bekommen, haben dann so getan, ach, wir haben sie noch nicht rausgeworfen und haben ja eigentlich dann nicht aktiv, aber dachten uns schon, es wird irgendwo einen Ort geben, wo man die Streichhölzer außerhalb des Gefängnisses trocknen kann. Ja, danke dafür natürlich nochmal für den Hinweis, die Lampe beim Leuchtturm, die ist natürlich warm. Hätte man sie vor die Lampe gehalten. Ja, so nach dem Motto, oder darauf gelegt. Und dann hätten wir die Streichhölzer auch außerhalb des Gefängnisses trocknen können. Wir haben uns beim Cheaten. Ja, auf jeden Fall. Aber auch das ist jetzt aber hier auch gut wahr. Zu wissen, alles dass ist es wahr. Kein Weg wieder in das Gefängnis rein gab. Also es gab den Fall außerhalb. Wir ja, aber das finde ich schon schade wieder, weil man hätte, warum kann ich es nicht, wenn ich es rauswerfen kann, kann ich es nicht reinwerfen. Ja, weil man gleich da was rauswerfen kann, was irgendwo im Mülleimer landet, als wieder das durch das eine Fenster dann durch die Gitterstäbe da reinzuwerfen. Das aber wenigstens, den Versuch, also sonst wird ja viel Text geschrieben, den Versuch so, ah scheiße, die wedeln im Wind oder fliegen nicht richtig, weißt du, es gab ja keinen, quasi nicht. Ja, so ein Hinweis, nee, das wird nicht funktionieren, ja. Vielleicht muss ich mir einen anderen Ort suchen oder sowas, das hätte man, ja, das stimmt, vielleicht machen können, ja. Aber Klagen auf hohem Niveau. Mich würde ja tatsächlich, das wäre eigentlich das perfekte Buch, um so ein IQ zu berechnen. Wir wären wahrscheinlich bei irgendwie minus 20 und Leute, die sagen... Warte mal, Andreas, warum jetzt nochmal wir? Wenn ich sage, wir sind nicht gut, ist was anderes, wenn du das sagst. Nein. Zusammengehangen, wer sagt das? So, meinst du mein und dein IQ, die... Wir sind hier zusammen in dem Ding, Alex. Verstehe. Du kannst mich da jetzt nicht noch einen draufdrücken. Es funktioniert leider nicht. Verdammte Angst. Nee, zusammengehangen, zusammengefangen. Nee, ja, so? irgendwie sowas. So. Ihr seht schon, unser IQ geht... Genau. Wie schnell kommen so, also, oder auch ihr, die es schon spielt, kommt ihr hier schneller durch? Stellen wir uns extrem blöd an? Habt ihr das, also wir spielen jetzt ja auch so jede Woche einen Fall, habt ihr das echt durchgezogen an einem Abend und 8 Stunden am Stück statt Twilight Imperium Cantaloupe von vorne bis hinten gespielt? Das würde mich mal echt interessieren, wie ihr das macht. Weil ich finde, diese Dosen, die wir spielen, finde ich total cool. Ich mag das auch gerne, das über diese Wochen zu strecken. Hm. Ich merke nur immer, das ist jetzt auch schon unser Running Gag. Alex, was letzte Woche passiert eigentlich? Wo waren wir denn? Und Alex sich das irgendwie dabei merkt. Dabei denke ich schon, ich bin der sich am wenigsten merkt von dem. Aber das ist schön, wenn es noch jemanden gibt, in dem Fall Andreas, der sich noch weniger merkt. Ja, ich merke das auch immer, wenn ich zu Hause mit meiner Frau irgendwie Serien gucke. Ich denke dann immer, lass uns doch mal die letzte Folge, die letzten 2 Minuten. Lass uns doch mal die letzte Staffel noch mal gucken. Nee, ich brauche immer nur so die letzte Szene, Bild, wo ich war. Dann weiß ich, ah ja, genau, das ist passiert. Dann kriege ich auch wieder alles auf die Kette. Aber was, die letzte Szene, das habe ich keine Ahnung. Und dann immer die neue Folge zu gucken, die dann oft ja auch, keine Ahnung, man denkt an Game of Thrones, die dann vielleicht nochmal bei anderen Handlungssträngen irgendwo anfangen. Man denkt so, wie sind denn die da jetzt hingekommen, was ist denn noch passiert? Aber das ist ganz schön bei Serien, die sowas aufgreifen und so ein was davor geschah, nochmal implementieren. Und wenn es um was geht in dem Handlungsstrang, gibt ja die ein oder anderen Serien, die das machen, dass man dann nochmal sieht, keine Ahnung, in Episode 2 hat der den getroffen oder komisch angeguckt. Ah ja, die Erinnerung und das wird aufgegriffen, sowas ist... Das stimmt, zum einen. Zum anderen ist in dem, was bisher geschah, immer eigentlich die Information aus auch vergangenen Staffeln nochmal drin, die für die Folge wichtig ist. Ich weiß trotzdem nicht mehr, was war die letzte Szene aus dem letzten Kapitel, die mir dann selber oft doch noch besser hilft, als nochmal diese ganz kurzen, weil wirklich storytechnisch, das haben wir ja auch probiert am Anfang in den ersten Folgen, haben wir dann aufgegeben, weil es irgendwie einfach dann doch die Hälfte der Folge habt ihr auch geschrieben, hat dann nachher nur aus dem Recap bestanden. Genau. Und aber deswegen, was war denn die letzte Szene
aus Folge 9, Andreas? Weißt du das noch? Wo haben wir denn aufgehört? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass wir im Keller waren, haben unser Streichholz angemacht, haben unseren Aggregatsgenerator hinten gefunden und dann ging das Licht aus und dann sind wir zu Alice gegangen. Das war eigentlich schon perfekt. Genau, ja, wir haben den Sicherungskasten endlich ausleuchten können in der dunklen Ecke, haben dann also die Sicherung, zack, bumm, Licht ausgegangen, Stromausfall. Alice konnte natürlich mit ihrer Band nicht weiterspielen und aber dann stehen wir jetzt im Dunkeln. Na, wir haben uns irgendwie den Zeh gestoßen, wir sind da im Dunkeln wieder hochgekrabbelt. Ja. Und wir sind quasi kurz davor, mit Alice zu sprechen. Und ihr wisst ja, Andreas aka Mystique kann die Gestalt wandeln. Und deswegen nutzen wir diesen zauberhaften Trick. Das hast du hier schon, ich habe schon zweimal den Effekt. Entschuldigung. Ja. Also, es geht jetzt weiter mit Hook und Alice. Ah, ich habe dich singen hören. Oh, bist du etwa Jazz-Fan? Ja, na, mein Vater war einer, aber ich eher weniger. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Geschäft läuft nicht so gut. Wir haben seit 2 Jahren kein neues Album rausgebracht. Ja, wie viel habt ihr verkauft? Oh, nur das Haus und das Auto. Oh. War ein Witz. Es läuft nicht schlecht. Manche Leute sind schlimmer dran. Ja, es stand neulich in der Zeitung. Haha, sehr lustig. Ich mach das hier nicht wegen des Geldes, weißt du? Ein Betrunkener kommt angetorkelt, stellt sich neben Alice und fängt an, gegen die Wand zu pinkeln. Schon klar, sondern weil hier alles so glamourös und stilvoll ist. Immer noch besser als Buchhalter zu sein. Warum behaupten Musiker immer, sie wären Buchhalter geworden, wenn sie sich nicht der Musik verschrieben hätten? Es gibt auch noch andere Jobs, weißt du, du könntest Busfahrerin sein oder Friseurin. Schön, dass du so viel von mir hältst. Tatsächlich hatte ich an meiner Uni den besten Abschluss aller Zeiten. Und schau, was mir das gebracht hat. Aber ich rede wieder nur von mir, tut mir leid. Ich bin übrigens Alice. Hook. Hook. Und wo ist dein Peter Pan? Ja, er macht Urlaub im Land der dummen Witze. Sorry, hätte ich bedenken können, dass du den schon mal gehört hast. Und ich dachte, ich wäre clever. Na, nicht clever genug, um nicht in solch heruntergekommenen Clubs zu spielen, ne? Ach, halt doch die Klappe. Das hier ist so etwas wie mein Traum. Ich wollte schon immer Jazzsängerin werden, schon seit ich ein kleines Mädchen war. Und außerdem, wer bist du eigentlich, um mir zu sagen, ich würde mein Potenzial nicht voll ausschöpfen, hä? Warum bist du überhaupt hier, wenn du Jazz nicht magst? Oh, naja, ich bin eigentlich nur deinetwegen hier. Meinetwegen? Ich will dir ein Angebot unterbreiten. Einen Ausweg sozusagen aus diesem Drecksloch hier. Na klar, hätte ich mir denken können. Alice' Stimmung wechselt zu reiner Verärgerung. Sie stampft die Zigarette aus. Hook, du solltest aufpassen, was du als nächstes sagst. Was auch immer die Leute über mich erzählen. Es ist nicht wahr, okay? Und ganz sicher schlafe ich nicht. Was? Du? Weißt du, was ein OTP ist? Du meine Güte, will ich das überhaupt wissen? OTP steht für One Time Pad. Das ist ein Verschlüsselungssystem aus dem Kalten Krieg. Ein Einmalcode, den man unmöglich knacken kann. Aha, noch nie was davon gehört. Das Dumme daran war, dass man so einen Code nur einmal verwenden konnte. Daher auch der Name. Doch letztes Jahr hat ein Computerfreak aus Warschau das Infinite Time Pad, kurz ITP, erfunden. Einen Code, der nicht zu knacken ist, aber immer wieder verwendet werden kann. Das ist wahrscheinlich die wertvollste Software, die je entwickelt worden ist. Ich rede von einer 1 mit so vielen Nullen dran, dass die Anzeige vom Taschenrechner nicht ausreicht. Jedenfalls, bevor der Kerl wusste, was er da hatte, hat er das ITP für eine $500.000 verkauft. Ich kann dir nicht ganz folgen. Worum geht's? Du kennst den Käufer, Leroy White, der Kerl, zu dem hier alle aufschauen. Ja, es heißt, er wird demnächst Bürgermeister. Er hat eine Menge für die Stadt getan. Ja. Nun, er war nicht immer so wohltätig, aber die Geschichte erzähle ich dir ein andermal. Warum erzählst du mir das alles? Na, weil ich das ITP stehlen werde und du wirst mir dabei helfen. Sie schaut dich ungläubig an, schüttelt langsam den Kopf, ihr Mund verzieht sich zu einem Lächeln. Ja, ich brauche jemand in meinem Team, der eine weiße Weste hat. Jemand, der in die Villa von White kommt, ohne Verdacht zu erregen. White will den Code verkaufen und er sucht nach Käufern. Du wirst so tun, als wärst du interessiert und stellst ihn ein paar Fragen. Nebenbei schaust du dir das Anwesen an, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Das ist doch ein Witz, oder?
Ich weiß nicht, warum du denkst, ich würde... Na, du würdest nicht einmal etwas Illegales tun, ein paar Fragen stellen, ein wenig Champagner mit White trinken und fertig. Versprochen. Tut mir leid, aber ich bin nicht, für wen du mich hältst. Ich könnte unmöglich... Du hast Angst. Okay, ich verstehe das. Aber das ist nicht mein erster Raubüberfall und du bist nicht die erste Frau in Rot, mit der ich zusammenarbeite. Frau in Rot? Ah, naja, so nennen wir eine Augenweide mit einer sauberen Weste. Wird zur Infiltration und Ablenkung verwendet. Augenweide? Was bin ich froh, dass ich nicht nur wegen meines Aussehens oder so ausgewählt wurde. Naja, du wirst auch deinen Verstand brauchen, wenn du willst, dass Weitsein verliert. Alles klar. Und warum zum Teufel soll ich das alles tun? Mein richtiger Name ist Oz Carpenter. Google mich und du wirst feststellen, dass ich nie erwischt wurde. Und auch keiner aus meinem Team. Ich weiß, dass du nicht wegen des Geldes dabei bist, aber mit deinem Anteil könntest du die besten Musiker anheuern, die man für Geld kaufen kann, auf Welttournee gehen und, keine Ahnung, eine Bootsladung Alben aufnehmen. Oder dir einen Lebensvorrat an Eiscreme kaufen, ganz wie du willst. Ich weiß nicht. Was soll das alles? Ich nehme mal an, du bist es satt, in schäbigen Kneipen wie dieser hier aufzutreten. Du hast nicht deswegen so hart gearbeitet, um hier zu landen. Ich glaube, du willst zeigen, was wirklich in dir steckt und in die Geschichte eingehen. Also, wenn du dabei bist, dann ruf diese Nummer innerhalb der nächsten 24 Stunden an. Die Neonreklame flackert auf und die Jukebox erwacht zum Leben. Boogie Woogie Extravaganza plärrt aus dem Lautsprecher. Aber warum? Du solltest zu deiner Band zurückgehen. Ruf mich an. Ja, jetzt der Vollständigkeit halber, nicht, dass wir wieder hier was vergessen. Hake B2 ab. Das mache ich auch mal. Jetzt haben wir alles aus der Spalte B. Falls wir C1 haben, C1 haben wir noch nicht. Geh zu CNK. Sonst geh zu Schauplatz 12 und lies dort G1 P0. Wir machen wieder einen kurzen Cut und dann geht's da weiter. So, jetzt haben wir hier wunderbar gelernt, dass wir unsere, wie hieß es, ich muss es nochmal selber nachgucken, den ITP-Code finden müssen und haben B2 abgehakt. Ja, das ist ganz wichtig, genau, B2 haben wir abgehakt. Wir gehen jetzt wieder an Schauplatz 12 zurück und lesen dort G1P0. Andreas, versuch dir mal G1P0 zu merken, während ich hier auf Schauplatz 12 gehe. So. Schauplatz 12. Ich habe mir G1P0 gemerkt, ich bin richtig gut. Ja, ja, also das macht mich gefühlt fertig. Ja. Das ging doch recht gut. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe die Hälfte meines Traumsteams zusammen. Jetzt muss ich nur noch Fly aus dem Kassenknast holen. Die Hälfte seines Teams ist ja, jetzt eher. Wir haben die Ablenkung und Fly. Also, ja, sozusagen. Die Hälfte seines Teams ist quasi Fly und die Frau in Rot. Ja, also zwei Personen, eine haben wir schon so halb. Also, wenn sie uns jemals anruft, das wissen wir das ja. Das ist nicht Ocean's 11. Nee, das kann man durchaus festhalten. Ich habe mir ja gefühlt fast ein bisschen noch mehr jetzt erhofft, weil auch letzte Mal hatten wir ja schon so ein bisschen die Herausforderung, wie geben wir Fly das Handy? Und da sind wir jetzt gefühlt noch nicht weitergekommen. Und du hast jetzt gedacht, wenn wir hier einfach den Text lesen, steht da drin, naja, gehe in den Knast, übergebe Fly das Handy und gewinne das Spiel. Nein, also was? Ja, nicht. Vielleicht nicht, aber ich dachte vielleicht irgendwas, wo wir weiter eine Idee haben können oder so. Genau, weil jetzt stehen wir hier wieder wie die Ochsen vom Berg und denken, ja, verdammt. Du hast es wunderbar, wunderbar festgehalten. Also in mir macht sich jetzt schon wieder das Gefühl, Hilfe sind bereit, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also wir haben ja, und das seht ihr ja auch nochmal, wir haben das hier nochmal unterteilt, die Gegenstände, die wir im Gefängnis haben, ne? Also den Schraubenzieher, den Besen, immer noch hier unser Telefon mit dem Helium-Kondom. Uniform außerhalb vom Gefängnis, ne, haben wir Magnet, Bleirohr, immer Cocktail, Blaupausenflasche und die Zahnseite. Haben wir denn jetzt eigentlich, wir können ja nochmal gucken, hier gibt es noch irgendwelche Stati, C7 bei dem schwebenden Telefon, C7 haben wir aber glaube ich schon, wie haben wir auf jeden Fall C7? Schon, na, steht es nicht hier unten? Ah ja. Wollte ich nur gucken, ob wir das haben. C7 haben wir schon, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Ich meine, da stand nur, es ist ein Telefon an einem Kondom gebunden oder so. Ich glaube, das war jetzt nicht
Der Superhin C5. Der Superhin. Schwebendes Telefon, geht doch, es ist im Knast und jetzt. Genau. Okay. Ja, wir müssen, und auch da stehen wir vielleicht einfach wieder nur ein bisschen auf dem Schlauch. Ich dachte ja, wir können das Telefon vielleicht auf Toilette irgendwie verstecken. Das hat ja nicht so richtig geklappt. Ja, du denkst immer an die Toiletten, oder? Ich denke an die Toilette, weil wir ja damals, das war ja so eine Art Austauschort. Weißt du, wie das Fenster war, wo wir Sachen rein und raus schmeißen, ist ja Fly auf die Besuchertoilette gekommen, hat uns ja die Nachricht da an den Spiegel sozusagen... Für den Aufzug, den Code uns hinterlassen. Genau, und dann dachte ich, vielleicht kann er ja nochmal wiederkommen. Aber vielleicht müssen wir... Also... Wo kann man denn gutes Handy positionieren? Dieser Schacht da oben, ne, dieses Lüftungsgitter, das haben wir ja auch noch nie abbekommen bis jetzt. Uns fehlt immer noch die Leiter. Da. Ja, du denkst ja immer, dass da eine Leiter... Also irgendwas Langes, um da ranzukommen. Ja, das Bleirohr ging nicht, der Besenstiel ging nicht, der Schraubenzieher ging nicht. Jedenfalls nicht so in der Kombination, dass wir da rangekommen wären. Tja, ja, Mann. Wir sind jetzt wieder. Ja auch hier zu Szene K, zu Szene 12 gekommen. Vielleicht hat das ja auch einen Sinn. Wir sind ja nicht zurück in das Blue Mamba gegangen, zu ihr. Vielleicht ist das ja schon ein Hint, dass wir uns hier nochmal was angucken müssen. Könnte sein, aber... Vielleicht müssen wir mit dem Kran hier das Dach vom Gefängnis weg. Vielleicht fahren wir ein bisschen mit dem Schiff rum. Wer weiß halt. Aber wir können ja, einfach weil wir jetzt gerade hier sind, können wir doch einfach nochmal die... Ach nee, wir können mit ihm gerade gar nicht reden. Ich dachte, mit dem Türsteher kann man nicht reden. Ich wollte ihn einfach mal die Wasserflasche anbieten. Ich habe hier nochmal das Schiff angeguckt. Das war, schau mal, die MS Rosenberg. Genau. Der gute Uwe. Z0R3. Ay caramba! Nee, R3 ist da falsch. Da haben wir Lust auf Pizza, kriegen wir da auf jeden Fall. Graffiti, ay caramba, aber sowas von okay war auch nichts. Ich dachte, vielleicht geht hier noch irgendwas. Wir haben noch nichts gefühlt so richtig mit dem Bleirohr gemacht, glaube ich. Nee, eben. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir das nicht irgendwann schon nochmal woanders verwenden können. Also wollen wir nochmal kurz vielleicht die Orte durchgehen, ob uns da noch was einfällt. Ich würde hier einfach jetzt mal durchgehen. Wir sind hier gerade im Jazzclub. Du würdest sagen, das System hat uns jetzt aus dem Jazzclub rausgeschmissen und sagt uns, wir können eigentlich gehen. Ich erkenne hier gerade auch nichts, was wir machen können. Wir können hier reingehen, mit ihm nochmal reden. Mit ihm können wir nicht mal reden. Das ist ja, er hat ja gar keinen Bereich zum Reden. Ach stimmt, was ist denn das dann? Na, das war hier die Wasserzuleitung. Ach, die Dings, das ist ja die, stimmt. Es geht auf die Wasserzuleitung, haben wir gemacht, genau. Das bringt auch alles nichts. Also ich würde sagen, hier sind wir durch. Es sei denn, der Mond hilft uns noch. Aber wir hätten nichts, also willst du das Bleirohr gen Himmel werfen? Vielleicht durch die Blaupausen gucken, ob da ein Code reingeschrieben ist oder so. Aber einfach gegens Licht halten. Also gegens Mondlicht. Gegens Mondlicht halten. B2H7. Das gibt es sogar hier, ohne Quatsch. Ja? Mond plus Blaupausen. Siehst du mal? Würde sich das Gefängnis auf dem Mond befinden, wäre das sicherlich sehr hilfreich. Tut es aber nicht. Ja, aber da siehst du schon, ja, sehr gut. Ja. Ja. Wunderbar. Guck mal, wir können Mondscheinwasser machen. Oh, das ist doch geil. Gibt es das? B2K0, bitte. Komm, lass es. Nee. Was? Also, das wäre doch geil. Mondscheinwasser. Und dann, wenn man das Telefon hier in den Mond schweben lässt? Nein. Das haben wir ja nicht. Das ist ja im Gefängnis. Ach ja, das ist im Gefängnis. Nicht, dass wir hier schon wieder Sachen machen. Das stimmt. Da haben wir ja extra lange gebraucht, um das ins Gefängnis reinzukriegen. Da dürfen wir das jetzt nicht wieder benutzen. Ja, Andreas, also hier Jazzclub würde ich fast auch abhaken. Also ich habe da jetzt nicht, Fleiß Wohnung ist weggesprengt worden. Genau, das machen wir mal später. Gehen wir nochmal in die Kirche, 19. Willst du nochmal in die Kirche gucken gehen? Oder machen wir erst 17, Staatsarchiv? Ja, aber da sind wir da irgendwo... Also hier waren wir doch drin. Da haben wir die Blaupausen bekommen. Die Blaupausen bekommen. Hier mit der Tür ist nichts. War hier nicht noch irgendwas? Da haben wir die Code. Die haben wir schon rausgenommen. Ja, genau. Damit haben wir Wasser gefüllt. In die Tür kommen. Haben wir auch gemacht. Hier mit dem Baum haben wir doch sogar irgendein Achievement bekommen. Glückwunsch, wir sind Öko-Freaks. Genau. Und hier die Tür. Ist nichts. Kannst ja nochmal gucken. C0D6. Tür, das ist die Tür nach draußen und D6M8 war Tür abgeschlossen, war na klar. Da haben wir auch keinen Schlüssel oder ähnliches. Nee. Von, ne? Genau. Nee.
Tja, das heißt, hier ist eigentlich auch nichts. Die Frau ist... die hatten da ja mit dem Cocktail weggeworfen. Die Frage ist, kann man ihr jetzt nochmal ein Wasser zu trinken anbieten? Ich weiß gar nicht. H1, K0, das haben wir bestimmt alle schon gemacht, oder? Nee, ich weiß nicht, ob wir ihr das Wasser mal angeboten haben. Geht aber auch nicht. Soll man ihr jetzt mal die Blaupausen zeigen, die wir ihr gerade entwendet haben? Dann nimmt sie uns die wieder weg. Ja, aber das haben wir uns ja eingespeichert, den Verlauf. Theoretisch brauchen wir die theoretisch eigentlich nicht. Ich bin einfach nur mal gespannt, was sie sagt. Ob sie sagt, das nicht, die ist unser Archiv. H1, H7. Was sagt sie da? Sekretärin und Blaupausen. So gern ich es ihr unter die Nase reiben würde, es wäre wohl keine gute Idee. Ah, okay, schade. Oh, jetzt bin ich so in Laune, alles ausprobieren. Guck mal, sie hat da was. Sie hat da was zwischen den Zähnen. J3C2. Yes, da, J3C2, komm, was ist denn hier? Sekretärin plus Zahn. Das traue ich mich nicht. Sie sieht aus, als ob sie zum Vergnügen Welpen quält. Oh nein, verstehe. Okay. Mit dem Magnet, den haben wir auch nicht benutzt, so wirklich, oder? Na doch, da haben wir ja hier auch versucht. Da kannst du dich noch dran erinnern. Ja, die Schlüssel getauscht. Ich meine, mit dem Magneten die Magnetkarte zu ziehen, keine so gute Idee. Ja, aber so richtig, das sage ich, richtig benutzt haben wir ja, sie nicht. Ja, wir haben die Schlüssel da rumgenommen. Also ist schon, also haben wir schon. Aber wir haben ihn immer noch, wir mussten ihn nicht abwerfen. Also für irgendwas. Oder wir haben vergessen, ihn abzuwerfen. Nein. Da bin ich mir mittlerweile nicht sicher. Okay, das heißt, hier wüsste ich auch nicht, dann gehen wir in die Kirche. Ja, die 19. Ich bin mir sicher, haben wir alles gut gemacht. Ja, das sagst du so. Können wir vielleicht die Flasche, ist die nochmal mit Wasser? Wollen wir die nochmal mit Wasser füllen? Sicher ist sicher. Können wir das noch machen? G5K0. Es kann nie schaden, ein wenig Weihwasser dabei zu haben. Wer weiß, ob wir einen Vampir über den Weg laufen. Hake D9 ab. Okay, also wenn wir D9, dann haben wir da quasi, haben wir gemacht, Wasser, da ist genau. Sozusagen Wasser drin. Hier ist auch nichts, dann gehen wir mal in die 20. Da hatten wir ja den Magneten gefunden, dann haben wir das abgeseilt. Hier war der Gefängnisinnenhof, genau. Da haben wir den gefunden, genau. Was ist das hier? Das ist das Gitter, glaube ich, gewesen. Was ist denn die Lupe? B4E0. Die ultimative Herausforderung für Skateboarder, das Geländer. D8J4. Kann man was mit dem Rohr? Ziegelstein, dieser Ziegelstein ist ja locker. Nachdem ich 15 Minuten lang daran gezerrt habe, HKA 7 ab, nimm Karte 05. Das haben wir schon mal. Haben wir schon den Ziegelstein? Den haben wir schon. Das heißt, ich würde auch so. Wollen wir mal ganz kurz mit dem Rohr hier schauen? Ja, ist immer gut mit dem Bleirohr. Vielleicht können wir da noch irgendwas aushebeln. Das Bleirohr hatten wir ja noch nicht. Jedenfalls habe ich es gefühlt noch nicht auf dem Kirchturm verwendet. Z2X4. Ah, vielleicht sieht man das hier auch ein bisschen besser, genau. Z2X4. Gibt es das überhaupt? Nee, Z3, Z2, Z2X4. Okay, man kann also nichts mit dem Bleirohr da machen, Andreas. Schade, kein Klingeling wie im Knast. Oh ja, das ist ja so. Ja, oder weiß ich nicht, irgendein Speer rausbrechen. Sie haben ja hier auch. Okay. Also, tja, Fleiß Wohnung ist in die Luft geflogen. Dann gehen wir mal zum Leuchtturm noch, würde ich sagen, oder? Leuchtturm, okay, ja. Und dann ist ja immer noch die Sache, was können wir im Gefängnis machen? Okay, hier haben wir nochmal den Briefkasten. Hier war ja nichts, oder? Das wissen wir alles nicht. Lupe hier nochmal reingucken, was haben wir da? Da war die Postkarte D6 ganz drin am Anfang. Ganz am Anfang, oder? Briefkasten, genau, eine Postkarte. Ne, ist auch nichts Neues. Gehen wir nochmal nach oben. Da gehen wir jetzt an den Ort. Da hätten wir die Streichhölzer trocknen können. Ja, sehr gut. Und hier hängt ein Kalender. Wir haben den 12. Juni. Ja, verstehe. Genau, das bringt uns ja zu einem Thema. Gut, dass du das auch nochmal ansprichst. In den Kommentaren auch vielen Dank nochmal. Gab es ja nochmal den Hinweis, wir hatten ja damals das mit der Einhorn-Schneekugel, ja, haben wir ja den Mädchen gegeben, waren so ein bisschen enttäuscht, warum gab es denn keine Achievement? Und dann wurde nochmal darauf hingewiesen, aber wir haben ja die Information bekommen, wann das Mädchen Geburtstag hatte und das haben wir uns auch nochmal angeguckt und da wurde ja gar kein Datum gesagt, sondern wurde nur gesagt letzten Sonntag. Aber du hast natürlich recht, Andreas, wenn wir jetzt hier den 12. alles an einem Tag. Wenn wir davon ausgehen, genau, der 12. Juni und ist ein Freitag, das steht ja hier auch und dann letzten Sonntag. Letzten Sonntag, Freitag, das heißt wir müssen zurück, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag, Samstag. Sind 5 Tage zurück.
12, ja. 11, 10, 9, 8, 7 hätten wir den 7. Der 7. 6. Juni. Der 7. 6. Jetzt brauchen wir noch ein Jahr. Ja, wenn, aber brauchen wir denn ein Jahr? Vielleicht brauchen wir ein Geburtsdatum. Also wenn man, aber das Buch ist hier 2020 erschienen. Jetzt müssen wir noch wissen, wie alt das Mädchen ist. Aber wenn, ja okay, aber ist nicht so ein Code 0706? Sind das immer nicht nur vier Stellen? Guck mal, lass uns doch mal zu dem Mädchen nochmal gehen. Ja, stimmt, das hat doch bestimmt irgendwann mal ein Alter gesagt. Hier ist es. Und wir haben den, wir haben doch oder den, hier den Rechner. Warte irgendwo. Mal, aber wir haben doch den Safe. Wir haben doch nur das Geheimfach von dem Safe aufgemacht und noch nie den Safe selber. Ja. Dann machen wir hier doch eine Tabelle. Machen wir mal 0706, schreibe ich mal auf. 0706. Und wir hatten dann ist ja, es doch 0 ist. Das wäre denn ein S. Also S7, S6. Ja, S7, S6. Gibt es denn das? Ja, S7, guck mal. S6. Tresor, der Geburtstag des Mädchens. Na los, das muss es doch sein. 0706. Nichts geschieht. Ah, ich bin so dicht dran. Wann kann es bloß sein? Also brauchen wir doch. Dann ist es quasi 7-6 und die Jahreszahl 7.6. Also das Buch ist 2020 erschienen. Jetzt müssen wir wissen, wie alt ist das Mädchen? Ich weiß das nicht mehr auswendig. Ich würde noch mal in die Kommunikation gehen, ob das da noch drin steht. Ja, da müssen wir noch mal reden mit ihr, glaube ich. Das gucken wir noch mal. J8C5. Ach so, C5. Da müssen wir noch mal sagen, wo das... Entschuldigung, J8I0. Genau. J8I0. Mädchen D. D, das war nochmal. Oh ja, ja. Ja, ich glaube, sie sagt sie uns das nicht. Guck mal hier. Was für Windeln? Ich bin 9. Sie ist 9. Und 2020? Ja. Wo das Buch ja entstanden ist, minus 9 ist 2011. Mhm. Das heißt, machen wir jetzt 7611? Ja, wahrscheinlich, oder? Und 7611 wäre dann? Wäre dann 0. Nee, F6. Ach so, ach stimmt, ja, Entschuldigung, ja. F6Y1. F6Y1. Tresor! Okay, letzter Versuch, das muss es sein. Geburtstag und Jahr des Mädchens. 7611. Es klickt und die Tür springt auf. Geschafft. Wer hätt's gedacht? Bam, bam. Hake A4 ab. Nimm Karte 18. A4, oh, dann haben wir alles von den A-Karten. Aber bei, geil. Das muss ich ja nochmal sagen, bei 2011, das ist ja, theoretisch hätte sie auch 1911 geboren sein können, für das gleiche Geburtsdatum. Wenn man das so einspeichert. Ja, aber wir bewegen uns ja, ja ich, wir sind nicht 1900. Ja, ja, ich finde, ist alles richtig. Ich sage nur bei diesen, oder 1811. Ja, ich finde echt diesen, also wir haben jetzt ja schon 2021. Gut, dass man hier ins Impressum gucken muss, wann das Buch gemacht ist, weil das Alter mit 9, muss man schon noch drauf kommen. Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden. Ein Schlüssel. Wir brauchten doch immer mal für eine Tür ein Schlüssel. Mein Dad brauchte immer Ewigkeiten, bis er den richtigen Schlüssel gefunden hat. War bestimmt einer der Gründe dafür, weshalb er es als Komponist nicht so weit gebracht hat. Das ist der Schlüssel, den wir für diese Tür, die wir im Gang gesehen haben, glaube ich, nie aufmachen konnten. Hier, da. Yes. Oder? Fühlst du es auch? Könnte das der Schlüssel sein? H3K6. Tür plus Schlüssel passt wie angegossen. Hake G8 ab. Oh, jetzt läuft es wie ein Länderspiel hier. G8, damit haben wir die EM. Spalte G8. Auch. Entferne Karte 18, ganz aus dem Spiel. Das geh zu Schauplatz 11. Das war ja eine kurze Nummer hier mit dem Schlüssel. Ja, war einmal aufgeschlossen, weggeschmissen. So kurze ist das halt. Nummer mit dem Schlüssel. Schauplatz 11, da waren wir noch nie. Ja, geil. Ein Lagerraum. Prison Break. Ja, sehr gut. Oh, geil. Ja, guck mal, wir haben schon so einen Wischmob und jetzt gibt es hier noch einen anderen Besen. T9, T0, was haben wir denn da? Upgraden, ihr seht schon, wir sind schon wieder... Besen, noch einen brauche ich nicht, oh, siehst schade. Du? Ja, genau, wir haben schon den Wischmob. Guck mal, Unterlagen, 1, 2, 3, hier sind irgendwelche Bücher oder so? Y5Z9 Bücher. Die Entwicklung der deutschen Industrienorm, Ausgabe 1 bis 3. Spannende Lektüre. Und sie sehen, guck mal, wie die auch immer größer werden. Ja. Da ist der Lüftungsschacht. Ich sehe ihn. Na, guck mal hier, mach mal hier die. Ach, das ist hier. Irgend so eine Blechdose. Ja. B0, I0.
Dosen untersuchen, hauptsächlich Farbe. Farbendosen, das haben wir jetzt hier noch ein Regal, da kann man bestimmt hochklettern. X1, I0. Regal untersuchen, nichts Auffälliges hier, obwohl nicht aufzufallen ist das A und O meines Berufes. Nichts Auffälliges. So, jetzt ist mal die Frage, können wir hier durch das Lüftungsschacht gehen? Gucken wir mal, B7P5. Lüftung, es ist sehr weit oben. Immer noch diese verdammte, aber sehr weit, aber man kann doch, kann man da jetzt nicht mal hochklettern? Also, jetzt müssen wir irgendwas machen. Hier können wir ja da und hier können wir Gegenstände kombinieren. Wir können doch mit dem Regal hoch, können wir nicht mit dem Schrauben? Können wir jetzt hier irgendwo Schraubenzieher oder legen wir jetzt hier das schnurlose Telefon irgendwo rein? Naja, aber vielleicht können wir das auseinandernehmen oder so. K0. Regal und Schraubendreher. Nö, ich habe Besseres zu tun, als das Ding auseinanderzunehmen. Aber hier kann man doch hochklettern auf dem Regal. Okay, können wir das nochmal kurz probieren hier nochmal? B9, D3, vielleicht geht der da einfach hoch. Lüftungsschacht und Schraubenzieher. Der ist zu weit oben. Und ich denke mal, die Klappe braucht nur einen kleinen Stoß, um aufzugehen. Kleiner Stoß, also mit dem Besen. Komm jetzt hier. B7, T1. Lüftungsschacht und Besen, falls H5. H5 haben wir. Yes, lies B7, T4. Oh. B7, T. Lüftungsschacht und Besen. Wenn man den Blaupausen Glauben schenken darf, dann führt dieser Lüftungsschacht direkt zu der Zelle, in der Fly sitzt. Lass uns den Schacht mal öffnen. Hake K3 ab. K3, ja wunderbar. Entferne Karte 20. Das ist der Besen, ganz aus dem Spiel. Okay. Lege Karte Nummer 51 passend ins Bild dieses Schauplatzes. Jetzt haben wir hier einen offenen, einen offenen Lüftungsschacht. Hier so. Prison Break. Und jetzt untersuchen wir den? Jetzt kann man da bestimmt unser Telefon rein. Ah. Aber siehst du, wir können ja nochmal schauen, ob man hier... Konnte aber dann schwebt hier? In diesem Lüftungsschacht, das schwebt doch nicht dann zu Fly, oder? Tja, 10, 9, der heißt 10, ja nicht ohne Grund Fly. Offener Schacht plus schwebendes Telefon. Falls C7. C7 haben wir, ja. Liest D0 T4. Da, D0 T4. Offener Schacht plus schwebendes Telefon. Falls B6. B6 haben wir auch. Jetzt wäre ich interessiert, was das noch alles für Dinger waren. D1, ja, R1. Offener Schacht plus schwebendes Telefon. Alles klar, los geht's. Das ist die Stunde der Wahrheit. Du lässt den Ballon in den Luftschacht steigen. Zuerst geschieht nichts. Dann spürst du ein leichtes Ziehen, als Fly die Schnur in die Hand bekommen hat. Du schaust dabei zu, wie dein Handy nach oben schwebt und in der Dunkelheit verschwindet. Dann flattert etwas den Schacht hinunter. Eine Schlüsselkarte. Gehe zu Szene G. Szene G. Und ich würde aber was trotzdem sagen, rein so vom... Oder es ist jetzt alles schon Nein, vorbei? Szene G machen wir jetzt Szene noch. Szene G machen wir noch. Ich bin ganz aufgeregt. A, B, C, D, E, F. Wo ist denn G? Hier. Szene G. Schlüsselkarte. Szene du G. nimmst den Aufzug nach oben? Nee. Ja, oder? Doch, doch, ist richtig. Ja, doch. Du nimmst den Aufzug nach oben und schleißt dich um die Wette herum bis zur Tür des... Nee. Das haben wir doch schon. Oder nicht? Spinn ich? Nee, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Das lesen mal weiter. Du nimmst den Aufzug nach oben und schleißt dich um die Werte herum bis zur Tür des Zellenblocks. Du wirfst einen schnellen Blick durch das kleine Fenster und siehst, dass aus einer Zelle schwach blaues Licht leuchtet. Du kennst den Umriss von Fly erahnen, wie er wild auf etwas rumhackt. Komm schon, Mann, beeil dich! Du hörst ein leises Geräusch hinter dir. Jemand kommt. Du drückst deinen Körper noch weiter in den Schatten und versuchst, dich unsichtbar zu machen. Dir läuft es eiskalt den Rücken runter, als ein Wärter pfeifend vorbeizieht. Doch zum Glück hat er dich nicht gesehen. Als er weg ist, wirfst du noch einen Blick durch das Fenster. Das Licht ist verschwunden. Du beugst dich näher heran und versuchst, Fly in der Dunkelheit auszumachen. Das darfst du jetzt lesen. Nee, mach du.
Das Gesicht von Fly erscheint so plötzlich auf der anderen Seite des Fensters, dass dein Herz für einen Schlag aussetzt. Ei, ei, ei. Du musst dich arg zusammenreißen, keinen Schrei von dir zu geben. Fly grinst und zeigt zum Kartenlesegerät neben der Tür. Ja. Du presst deine Karte dagegen und die Tür geht auf. Hast ja lange genug gebraucht. Fly zieht eine braune nach oben und gibt dir dein Telefon zurück. Du solltest mal dein Betriebssystem aktualisieren, Sergeant Crunch. Hä, was willst du? Ich konnte die Uniform ja schließlich nicht bei Amazon bestellen. Aber sag mal, sehe ich eigentlich fett darin aus? Keiner von euch beiden bemerkt, dass die Tür zu den Zellen sich langsam wieder schließt und dabei einen Alarm auslöst. Es dauert nur wenige Sekunden, bis die Hölle ausbricht. Oh nein. Die müssen die Tür noch anderweitig gesichert haben. Seht mir zu, dass wir rauskommen. Und ich habe auch schon den perfekten Plan, wie ich dich hier rausbekomme. Du schnappst dir Fly und ihr lauft eine Reihe von Gängen entlang. Ihr duckt euch hinter einem Tisch, als Wärter angerannt kommen. Schließlich bleibt ihr bei einer riesigen Topfpflanze stehen. Ja, was ist das? Das ist dein Ticket nach draußen. Schnell, versteck dich dahinter. Vergiss nicht, Tuck. Ich bin nicht so schlau wie du. Ich weiß nicht, was du vorhast. Schon gut. Also, hör gut zu. Du bleibst immer hinter dieser Pflanze. Wenn gerade kein Wärter guckt, bewegst du dich und den Topf ein Stück zur Seite. Wenn sie sich umdrehen, bleibst du stehen und sie sehen nur eine Pflanze. Ich fass es nicht, Tuck. Wir bist ein Genie. Ja. Danke, mein pummeliger Freund. Lass uns jetzt gehen. Das Telefon klingelt und Mike ist dran. Niemals! Glaub mir, Mike, genauso war es und nicht anders. Nie im Leben hast du ihn hinter einem Busch rausgebracht. Doch, das hab ich. Das nimmt dir keiner ab. Du musst dir schon eine bessere Geschichte einfallen lassen. Am anderen Ende der Leitung hörst du, wie jemand dazwischen ruft. Ist das am Telefon? Hast du schon gehört, dass er einen aus dem Knast geholt hat, indem er ihn hinter einem Busch versteckt hat? Er ist ein wahres Genie. Was sagst du nochmal? Du bist unglaublich, weißt du das? Ja, ich liebe dich auch, Kumpel. Hake C1 ab. C1 abgehakt. Falls B2. B2 haben wir auch abgehakt. Gehe zu Szene K. Aha, jetzt geht's ja los hier. Szene K, die Frau in Rot. Kurze Zeit später, als du wieder zurück am Leuchtturm bist, erhältst du einen Anruf. Du kannst dir ein Lächeln nicht verkneifen, als du abhebst. Hake C5 ab. C5, ja, habe ich gemacht. Jetzt haben wir echt was alles abgehakt. Ja, ein paar J's und H's irgendwie nicht. Hm. Genau. Ah, ich bin froh, dass du anrufst. Alice antwortet am Telefon. Das bedeutet nicht, dass ich dabei bin. Ganz ehrlich, ich habe stark geschwankt zwischen deiner Nummer und der Polizei. Und dennoch hast du mich angerufen. Ja, irgendwie schon. Also, was soll ich tun? Komm in einer Viertelstunde zum alten Leuchtturm. Ich erzähl dir dann alles, was du wissen willst. Ohne eine Antwort abzuwarten, hängst du auf und atmest tief durch. Es fühlt sich an, als könntest du zum ersten Mal, seitdem du hier angekommen bist, so richtig tief durchatmen. Gleichwohl ist dir klar, dass dies in absehbarer Zeit wohl auch das letzte Mal war. Du lässt deinen Blick über Canterloop schweifen und deine Hände verstärken ihren Griff um das Geländer. Hast du gehört, White? Dich hole ich mir und dann wirst du dafür bezahlen, was du mir angetan hast. Fortsetzung folgt in Teil 2. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du Canterloop Teil 1 durchgespielt hast. Wir hoffen, du hattest viel Spaß dabei und probierst auch in Zukunft unsere interaktiven Abenteuerbücher. Ja, geil, geschafft! Mann, wir haben es geschafft. Wir haben nur ganze 1, 2, 3, 4, 4, 5. Und das sind 5. Jetzt bestimmt noch crazy ich glaube, Achievements, wa? B2, J4, J5, H6, H8, H9, also ein paar, doch, 6 oder so. Jetzt lass uns mal in die Achievements. Ich will jetzt einmal gucken, was wir alles nicht jetzt sind. Jetzt willst du hier. Spoiler-Alarm, eine Vorderseite. Oh, wir sind ein Genie. Wir sind kein Genie. So. Also wir haben es geschafft, eine Labertasche, eine Nerd. Wir kommen in die Hölle, wir sind verschwenderisch und Öko-Freaks, aber wir sind keine Genies. Wir sind keine Intelligenzbestien. Wir haben Hormonstörungen. Ich bin nicht verliebt, genau. Ja. Wir sind nicht verliebt. Wir sind keine Schlaumeier. Ja. Wir sind keine Cheater. Also, was soll ich sagen? Wir sind auch keine Charmeure. Und wir leben noch. Ja, und wir leben noch. Mann.
Du hast diese Stimme das gleiche dabei, oder? Ja, genau. Ja. Ja, also ihr seht schon. Ah ja, weil du etwas unfassbar Schlaues, Dummes. Ah ja, genau. Selbst für euch jetzt. Gibt es noch jede Menge zu entdecken. Könnt ihr ja vielleicht auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Achievements habt ihr denn vielleicht gehabt? Oder vielleicht ist es auch einfacher, welches Achievement habt ihr nicht bekommen? Also wir haben ja jetzt hier schon acht. Oder wie hätte man sie bekommen? Acht Achievements, wird ja noch viel besser. Acht Achievements haben wir nicht bekommen. Ich möchte jetzt alles wissen. Wie sind wir in diesem Spiel verliebt? Ist da noch, wartet da noch eine Liebesgeschichte mit Alice auf uns? Vielleicht. Oder was ist hier los? Wie ja, oder mit der, Hallo, mit der Bibliothekarin? Ja. Ist das nicht die viel bessere Liebesgeschichte? Hätten wir uns hier von irgendeiner Klippe stürzen können, dass wir tot sind? Mhm. Wie wären wir dann zurück ins Spiel gekommen? Auch, Alex, was ist hier noch alles zu entdecken? Ja, diese kleinen, schönen Details hier, erinnert mich auch so ein bisschen vielleicht an den Doktor von Rick and Morty so ein bisschen. Wären wir erst verliebt gewesen, hätten dann noch, haben wir eine Bettszene überschwungen, in der wir gecheckt hätten, dass wir eine Hormonstörung haben? Nee, das ist schon was anderes, Hormonstörung, als eine Bettszene, das stimmt schon. Na, hier sieht es anscheinend so ein bisschen Akne-Picke-mäßig, das ist hier so Carlson vom Dach mäßig, diese Mitte. Ich finde es sogar noch schlimmer, dass ich finde, das sieht ein bisschen asiatisch so aus. Na, das ist vielleicht aber diese... Ja. wir schauen mal. Aber hier, Intelligenzbestie, warum sind wir nicht intelligent, Alex? Wir haben zu oft das Hilfesystem benutzt. Und wieso sind wir keine Cheater, bitte? Na, wir haben, weil wir vielleicht... Aber hier, da fliegt Geld rum. Ja, aber, nee, das sind Karten, Aber vielleicht ist so ein Cheater-Ding, es könnte ja sein, als du da gefühlt mal so durchgescannt hast, wenn man das vielleicht öfter macht, weißt du, so Klassiker wäre vielleicht, du liest es und eigentlich... Würdest du es nur lesen, wenn du alles durchscannst? Und da ist dann irgendwo bei, man denkt, man kommt weiter, dann ist es neben Kalte 37 und dann vielleicht denkt man, geil, auch, geschafft und dann doch nicht. Ja, ist doch gut, wir sind zumindest keine Cheater. Ich bin auch hier mit, dass wir in die Hölle kommen, Öko-Freak sind, verschwenderisch. Man, wir sind Nerds, was ist los? Ja? Was hat Kron letztens gesagt? Die Hälfte meines Geldes gebe ich so für Brettspiele und Playstation-Spiele und so Zeug aus und die andere Hälfte verprasse ich einfach. Ach so, verstehe. Ja, das ist natürlich, gut, das lässt tief blicken an der Stelle. Will ich das fast mal unkommentiert lassen, bevor, nichts mehr dazu. Aber ja, Cantaloupe, wir haben es geschafft in 10 Teilen, mal mehr, mal weniger lang, wie auch immer, haben wir jetzt das Buch hier, den ersten Teil, Cantaloupe, ein Abenteuerspielbuch. Jetzt hieß das ja hier Einbruch in den Knast. Jetzt bin ich ja schon gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass der zweite Teil sich fortsetzt. Ich dachte, das wäre dann was Neues. Achso, meinst du, das ist eine ganz andere Geschichte? Ja, ich habe nicht gedacht. Ich dachte, das wäre wirklich abgeschlossen, aber das ist ja irgendwie, das geht trotzdem weiter. Das finde ich ja echt ganz schön. Ja, wir haben jetzt unser Team assembled und jetzt geht es also los, keine Ahnung, in die Villa wahrscheinlich einbrechen, vielleicht dann noch entkommen, mal gucken. Also, ich weiß gar nicht, ob das als klassischen, ob der Dreiteiler dann diese Gesamtstory. Ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört über Filme, in dem drei Teile angekündigt wurden und wo alle ersten Teile so schlecht waren, dass es dann doch nie einen zweiten gab. Aber den zweiten. Aber hier wird es den zweiten, ja. Also ich finde es der zweite ist, glaube ich, gesetzt. Gibt's das klingt durchaus Spaß. Ich finde es, also mir macht das wirklich Spaß. Ich finde die Idee super. Du hast schon mal durchblicken lassen, dass das Management dich manchmal etwas ärgert und das findest du bei digitalen Spielen dann doch irgendwie besser. Ja, doch, ich musste doch wirklich, also ich finde, wenn man eine Umsetzung macht in Point and Click, finde ich die bis jetzt am besten, genialsten und kommt denen auch am ehesten nach, dass sich Sachen in der Szene ändern, hier auch durch diese Karten und so. Aber genau, ich hatte für mich so die Erkenntnis, und das hat wirklich gar nichts jetzt mit dem Spielsystem oder der Sache zu tun, wirklich nur für mich persönlich, habe ich darüber nachgedacht, was gibt mir denn so ein Point-and-Click? Und das Point-and-Click ist natürlich viel Story erleben, Dinge kombinieren und gerade mit diesen Dingen kombinieren und Sachen und dann vielleicht Dinge vergessen oder nicht weiterlesen, dann haben wir ja auch mal eine Karte nicht ins Bild gemacht. Das macht natürlich ein Computerspiel oder auf welcher Plattform auch immer, kann man auch Dinge vergessen, aber diesen ganzen Upkeep und die Sachen oder wenn ich was anklicke, dann kriege ich das und vergesse nicht mir eine Karte zu nehmen, das macht es natürlich und dann erlebe ich natürlich diese tollen Geschichten. Habe für mich sozusagen nur festgestellt, vorher war ich immer total Feuer und Flamme, ja, ich brauche so Abenteuer, Point-and-Click-Sachen, auf jeden Fall in dieser analogen Form. Bin ich jetzt nicht mehr ganz so hinterher, weil ich finde, das hat das schon, ich glaube, viel besser kann man es fast nicht machen. Man muss aber ja so einen Upkeep hier haben, man muss Bilder in die Szenen legen, dann blätter ich um, dann sind die Karten wieder da, dann und das, Ja, ich bin da, also ich finde das wirklich toll, was er hier macht. Ich finde die Geschichten super, ich finde das wirklich toll und den quasi Vorwurf, den du diesem Upkeep und dem Management machst, der gilt ja generell für alle. Ja, Spiele. Genau. Der, ja überall. Ja, sagt genau. Man, wenn man ein Arkham Horror-Spiel spielt, denke ich auch immer, diese ganzen Mythos-Phasen nerven. Mich hat sogar dann bei Robin Hood die böse Phase mit dem lilanen Rächer, ich weiß gar nicht mehr, wer hieß, dem
Cop, der da nicht, ich weiß gar nicht mehr, oh Gott, wie heißt er denn? Guy von Gisborne, so hieß er. Achso, du bist jetzt bei Robin Hood gerade. Mich nervt diese Upkeep-Phase irgendwie immer. Natürlich hat man das in Computerspielen nicht, aber das würde ich deswegen generell nicht Brettspielen zum Vorwurf machen, weil es halt einfach der Tatsache geschuldet ist, dass man es da tun muss. Auf jeden Fall. Und das hier aber gemeinsam mit dir zu erleben, kenne ich nicht. Ich habe halt immer Day of the Tentacle, Sam Max, Indiana Jones, all die Sachen halt immer alleine gespielt. Die kennen natürlich andere auch aus ihren persönlichen Erfahrungen, aber ich habe nie mit irgendeinem Freund oder einer Freundin gemeinsam vom Rechner gehockt und mir überlegt, wie mache ich denn jetzt hier die ganzen Sachen? Was fällt dir denn ein? Und dass wir das hier zusammen gespielt haben. Aber das kann man natürlich machen. Also ich saß auch schon mit meiner Tochter und habe Deponia oder so zusammen vor der Playstation und haben das zusammen gespielt und gerätselt. Und ich sag mal, dieses Feeling der Geschichten erleben da, das kriegt man da natürlich. Hast du tatsächlich recht? Zuletzt habe ich mit einem Freund Tjellebröck oder so gespielt. Ja. Auch so ein kleines PlayStation Independent Spiel mit Nora Tschirner als Chimmer, deswegen machten wir, müssen wir spielen. Aber ja, dann kam Corona, wir haben es nicht zu Ende gespielt. Aber ja, ich finde es tatsächlich, mir macht das großen Spaß. Ich finde es super. Ich würde, glaube ich, lieber das am Tisch mit mehreren Leuten spielen, als mich. Ja, aber das ist ja auch ein Punkt, wo du sagst, mehrere Leute. Zu zweit. Mit ich finde Canterlube auch zu zweit, würde ich auch sagen. Aber nee, ich, da steht das hier ist drauf, steht hier irgendeine Altersspielerzahl, 1 plus. Genau. Ja, finde ich auch. Kann man gut alleine spielen, könnte man auch gut, also zu zweit finde ich super. Halt wirklich nur für mich da festgestellt bei diesem Genre, weil ich wirklich sonst auch bei diesem Kosmos auch so, ich war da gefühlt immer so Feuer und Flamme und hatte so quasi bei mir so persönlich im Kopf, weil ich schon lange dann fast gesagt habe, ich kann jetzt diese digitalen Medien nicht auch noch spielen, es ist einfach zu wenig Zeit, habe für mich dann nur so festgestellt dann so, ja, aber dieses Medium funktioniert einfach auch, funktioniert halt großartig oder funktioniert halt auf dem Rechner irgendwie gut so und da muss ich dem da ja auch nicht hinterher, weil indem ich jetzt unbedingt ein Substitut hier so suche. Ne? Aber klar, für alle diejenigen, die vielleicht auch gar keine Sachen am Rechner spielen und mal eine Geschichte so erleben wollen müssen oder wollen hier, haben hier natürlich eine gute Umsetzung, die halt einfach, die stößt halt an physikalische Grenzen. Ne? Aber ja, also ich finde die Story cool und ich weiß ja gar nicht, ich meine, jetzt wurde hier auch viel Aufsehen um Story und Artwork und Sachen gemacht, ob vielleicht wird es auch mal implementiert, vielleicht gibt es auch mal eine Digitalvariante dann, wenn die raus sind ja, oder ich so. Ich brauche das ja immer gar nicht, ich will das ja als Brettspiel spielen. So ja, aber ich meine, warum vielleicht, machen, also keine Ahnung, ich meine, wenn die jetzt raus sind im Nachgang noch klar, mal irgendwie auf Steam als oder so. Projekt jetzt nicht, als App gibt es ja trotzdem und dann macht wahrscheinlich das sogar doch noch irgendwie Sinn, aber ja, ich weiß nicht, was da vielleicht, Friedemann hat ja auch unsere Videos ein bisschen geguckt, vielleicht kann er da was kommentieren, ob das in Überlegung ist. Ich würde behaupten, das macht viel zu viel Arbeit, das als App umzusetzen, aber ich weiß es tatsächlich nicht, habe ich keine Informationen drüber. Ja, wäre vielleicht interessant auch mal, wie war die Vorüberlegung, also er hatte das Konstrukt, also gab es da auch mal die Überlegung, Canterlube halt als Computerspiel Point-and-Click umzusetzen oder hat er sich gedacht, ah, Point-and-Click ist auch mittlerweile so ein schwieriges Genre, ich gehe jetzt mal in den Brettspielbereich. Das bringt uns eigentlich vielleicht zu dem Punkt, vielleicht schaffen wir es ja auch mal, wir haben das ja auch mal angedacht, einfach mal auch ein kleines Interview mit ihm zu machen. Und dann kann man natürlich all diese Fragen, die wir jetzt hier so in den Raum stellen, dann sozusagen vielleicht mal direkt ansprechen. Ich hätte nämlich da direkt noch mehr Fragen. Vielleicht könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Lust, dass wir irgendwie mal den guten Friedemann Finteisen mal anhauen und mal ein kurzes Interview machen? Sagt mal ja, nein oder ihr wisst schon alles. Ich würde ja behaupten, dass die Leute, die 10 Teile durchgeguckt haben, auf den, ich glaube, inzwischen schlecht geklicktesten Videos auf Hunter and Friends, es macht so Spaß, Spiele durchzuspielen. Haben auch Lust, ein Interview mit Friedemann Finteisen zu hören. Ja, möglich. Ja, genau. Da, wahrscheinlich hast du da recht, aber ich werde trotzdem nicht. Zudem, wenn du diese Fragen stellst, sagen die Leute in der Regel nicht, nö, brauche ich nicht, sondern immer eher, du hast schon recht, aber ich habe auch so Sachen mal, keine Ahnung, sollen wir weiter digitalen Content machen, Piet und ich, da hat sich das schon eher so die Waage gehalten, aber ja, gerne oder eher nein oder auf einem anderen Kanal, also das, man kann trotzdem auch manchmal so ein Stimmungsbild schon einfangen, aber klar, wir sind natürlich jetzt sehr Nische, wir machen ein Produkt, wo wir hart gespoilert haben, wo viele Leute, wenn überhaupt Interesse haben, das selber gespielt haben, wenige davon gucken sich das nur im Nachgang an. Es liegt nicht an dir, weil es gibt Videos, die haben sehr gute Klickzahlen und da bist du auch drin. Das sind kein Fische für Kompliments. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Genau, schreibt mal, wie es euch gefallen hat, wie ihr die Achievements gefunden habt. Ich wollte jetzt fast sagen, ob wir nochmal sowas Langes spielen, aber tatsächlich werden wir, glaube ich, in nächster Zeit gar nicht die Zeit für haben. Deswegen steht das gerade erstmal nicht zur Disposition. Ihr wisst, wir sind in der Berlin-Con-Planung am Start und genau. Wir sind froh, dass wir das haben wir jetzt gerade noch so reingesqueached. Genau. Es war heute schon fast nicht mehr möglich, aber wir wollten es gerne zu Ende spielen. Ich hatte auch große Lust dazu und freue mich auf andere und weitere Videos mit euch und
wir sehen uns spätestens bei der Berlin-Con. Ach, kann man das? Ich wollte gerade so ein Achievement bei mir persönlich machen. Ich habe ja irgendwie mal gesagt, ich will dieses Jahr ein Kampagnenspiel spielen. Ich weiß nicht, kann man, das ist eigentlich kein Kampagnen. Ja, kann man sich das so hinmuschen? Ja. Also das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber voll, wenn, dann würde ich das, dann würde ich meinen guten Vorsatz für Jahr hier vielleicht auch schon mal so reinschieten, dass das vielleicht mein also nein, durchgespielt. Was hast du denn gedacht? Naja, was sind so klassische Kampagnen? Aber hast du eins, wo du dachtest, das will ich dieses Jahr spielen? Naja, ich glaube hier ISS Vanguard kommt dieses Jahr noch nicht raus. Ist ja natürlich auch ein Kampagnenspiel. Ja. Es war ja immer mal so im Raum, ob ich denn doch Tainted Grey irgendwie mal anfange. Das hat mich ja so ein bisschen... Ja, ich wollte immer, du wolltest nicht. Jetzt werde ich es mir nochmal selber solo zu Gemüte führen. Und da gibt es ja auch noch ein paar ganz andere. Ich habe tatsächlich, jetzt kommt bald der Reprint hier von Fenris, von der Side-Erweiterung. Auf die habe ich große Lust dieses Jahr. Das ist zwar auch schon echt ein bisschen älter, aber das sind, glaube ich, auch nur 7, 8 Kapitel. Die habe ich große Lust. Ach ja, egal. Andreas war schon in der Abmoderation, hat er alles richtig gemacht. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Wir können auch einfach noch weiter quatschen. Ja, ich weiß, aber nicht, dass du wieder Krämpfe bekommst. Die gute Zeit. Ja, Hunger vor allem. Hungerkrämpfe, oh mein Gott, der Magen krampft sich zusammen. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich habe das nicht gegessen heute, Zeit. Na, das stimmt auch nicht so ganz. Ja, mein Ja, stimmt, oh Gott. Du hast das gegessen, was ich nicht erwähnen darf. Wir hören jetzt hier mal auf an der Stelle. Und ciao. Alles Gute, bis bald, ciao.